Hallo und herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Die Ausläufer von Tiefdruckgebiet Jonas, die haben gestern mit kräftigen Schauern und auch Gewittern die Hitze aus Deutschland verbannt. Nun kommt von Nordwesten kühlere Meeresluft zu uns. Heute regnet es vor allem an den Alpen noch längere Zeit. Ansonsten gibt es einen recht freundlichen Sonne- und Wolkenmix im Tagesverlauf. Kommen im Norden, aber auch im Westen einzelne Schauer auf. Und an der Nordsee gibt es auch das ein oder andere Gewitter. Die Temperaturen reichen von 17 Grad an den Alpen bis 22 oder 23 Grad am Oberrhein und Main. In der Nacht, ja, da sind noch einzelne Schauer unterwegs, an den Alpen fallen letzte Tropfen, ansonsten ist der Himmel meist gering bewölkt, gebietsweise bildet sich dann aber wieder Nebel. Die Temperaturen reichen von 14 Grad im Berliner Raum bis 6 Grad in der Eifel. Und auch in den kommenden Tagen, ja, da bleibt es eher wechselhaft und herbstlich. Morgen werden Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad erreicht, dann sind im Südosten Osten, aber auch im Nordwesten einige Schauer und auch Gewitter unterwegs. Dazwischen zeigt sich die Sonne aber ab und zu. Am Freitag, da ist es in der Mitte am freundlichsten, im Süden, aber auch im Norden, da gibt es etwas Regen. Das Ganze bei Werten zwischen 16 und 21 Grad. Und auch das Wochenende, ja, das wird wechselhaft und kühl eingeleitet. Wir haben Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad und dazu viele Wolken und auch Regenschauer. Mit diesen Aussichten, ja, da wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und bis Freitag.